In einem Baum hat ein Iltis seine Wohnung. Das Jagdgebiet dieser Marder liegt am Boden, den sie durchstöbern und in dem sie wühlen und graben. Die Beute des Iltis sind Mäuse und Hamster, Frösche und Schlangen, Insekten und Würmer, Jungvögel und Eier. Die Eier der bodenbrütenden Fasanen, Rebhühner und Wachteln sind stets ein Leckerbissen. Doch die Eier sind eine Nummer zu groß, um vom Iltis mit seinen spitzen Zähnen zerbissen zu werden. Die meisten Iltisse finden irgendwann einen Dreh, um sogar Hühnereier aufzubrechen. Dieser ist wohl noch zu unerfahren. Doch zu dieser Jahreszeit gibt es in der Hecke viele Nester. Unser Iltis findet ein Wachtelgelege. Die Eier haben genau die richtige Größe, um vom Iltis zu seinem Bau getragen zu werden. Dort legen sich diese Marder regelrechte Fleisch- und Eiervorräte an. Beliebt sind vor allem auch Frösche und Kleintiere, die der Iltis nicht tötet, sondern durch Zerbeißen des Rückgrats nur bewegungsunfähig macht. Die Beute wird so zur lebenden Konserve.